Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf dem PC hier auf der Obertal. Ja, womit machen wir heute am Sonntag weiter? Eigentlich genau dort, wo wir gestern aufgehört haben. Wir wollten Raps hier noch zur Raffinerie fahren, den schicken wir ganz einfach mal los. Jetzt wollte ich noch mal gucken, denn wo wir es das erste Mal gemacht hatten, blieb der ja noch immer hängen. Ob er das jetzt immer noch macht, wenn nicht, müssten wir das noch mal ändern. Nee, das passt eigentlich. Aber weißt du, warum der das letzte Mal hängen geblieben ist? Also könnten wir den dann hier auch automatisch schicken. Wir könnten jetzt natürlich eins machen. Funktioniert das dann? Oder geht das schief? Das geht nur insofern schief, dass dann eventuell zu viel Raps drin liegt, ne? Wir sagen mal hier, er soll fahren zur Raffinerie ausladen. Und wir sagen mal hier natürlich nicht, dass hier eine Raffinerie beladen soll. Das funktioniert nicht. Und zwar brauchen wir Silo Außenlager 4 Silo. Ausladen ist ja derselbe Trigger. Und wir haben ja jetzt Raps drin und ich würde gerne noch eine Ladung Sonnenblumen hinfahren. Bin jetzt der Meinung, wenn ich hier Sonnenblumen einstelle, müsste ja beim nächsten Mal, wenn er herkommt, Sonnenblumen laden. Wir fahren zweimal. Und wenn ich ihn jetzt einstelle, müsste es ja sofort umspringen auf 1. Das macht es natürlich nicht. Werde dann noch zweimal Sonnenblumen oder nicht? Risiko, ja. Eigentlich müsste er auch relativ schnell an der Raffinerie dort sein. Wir müssen jetzt hier. Okay, er wird links abbiegen. Okay, da kommt er nicht mehr über die Schiene. Da muss rechts rumfahren. Genau. Achso, er fährt hinten. Naja. Das war ich jetzt, bin in die falsche Richtung rausgefahren. Ne? Nee, er will zum Beladepunkt fahren. Der ist doch grün. Aber warum will er sich jetzt beladen? Ach so. Kommando zurück. So rum wird ein Schuh draus. Also wenn man richtig den Modus nimmt, geht's auch einfach. Also Silo beladen, Raffinerie und jetzt wird natürlich Raffinerie grün, erschaltet und sofort um auf 1. Ja, die Fehlerquelle, ne? Wo die sitzt, wissen wir. Oh, da unten ist auch schon richtig was produziert. Ich denke mal, der 1050 sucht sich gerade eine Route. Nee, er ist nicht am Feld. Wer soll denn das dann sein? Also kriegen wir bei der zweiten Ladung Sonnenblumen hin, da wird das funktionieren. Aber was ich noch machen will, und zwar Raffinerie. Wir wollen eigentlich kein. Wo ist denn hier der Trigger? Da war auf dem Dings. Ja, auch nicht. Was? Warum kriege ich aber keinen Trigger angezeigt? Ja gut. Dann müssen wir es anders machen. Hier ist der Raffinerie. Übersicht öffnen. AdBlue. Und zwar. Wollen wir das ausschalten, den Autostart? Hier ist der Autostart an, weil ich möchte eigentlich nur Diesel herstellen. Was ist AdBlue? AdBlue haben wir ja sonst hergestellt, um es zu verkaufen. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. So.
Der ist fertig. Dann können wir hier den Abfahrer entlassen. So, er müsste dann düngen eigentlich die 44, dass dort auch gekalkt werden kann. Kurs müssen wir nicht generieren. Den brauchen wir bloß einzustellen. 44 Kalken muss es geben, bin ich mir ganz sicher. Düngen. Ersten Wegpunkt 44. Er wird sicherlich auch nicht losdampfen, sich erstmal was holen. Er hat eigentlich noch genug mit. Würde ich meinen, genau. Gut. Sämaschine. Sämaschine schickt man jetzt auf Feld 46. Horseplay machen wir an. Einen Kurs für 46 ansehen muss es eigentlich geben. Zum Glück auch mit der Amazon, ne? Nicht, dass wir das mit der Horsch gemacht hätten, aber mit der Pronto 9 glaube ich auch nicht. Na? Ja, lädt und lädt. Stürzt jetzt Kursplay ab oder was? Da haben wir Glück gehabt, jetzt geht's weiter. Am ersten Wegpunkt. Und natürlich machen wir dorthin Weizen. Oder machen wir Gerste? Ne, das Feld machen wir Weizen. Ah, die Sämaschinen muss ich mir auch noch ändern, weil die können momentan bloß Rotkohl, die können auch noch kein Weißkohl. Also wir brauchen zwar noch kein Weißkohl, aber ich denke mal irgendwann schon. So, Cosplay ist an und dann müsste das eigentlich alles laufen. Schauen wir mal, ob dort was angesät wird. Ja, und theoretisch, ich sag mal, bei den Raps und bei den Sonnenblumen, was wir momentan besitzen, ich würde sagen, wir brauchen nächste Saison deutlich mehr davon. Um das zu realisieren, brauchen wir auch deutlich mehr Felder, ne? Aber wenn wir jetzt hier schon Raps gesät haben, 29, könnten wir vielleicht das ja auch noch mit Raps machen dann. Müssten wir es natürlich auch alles ansehen. Ne? Hier könnten wir Gerste drauf machen noch mit. Hier Raps und hier hinten nochmal Gerste. Das wollten wir auch noch am liebsten kaufen. Ja, mal sehen, ob wir das überhaupt alles hinkriegen. Ne? Sieht es überhaupt aus mit Wachstum? Hat sich da irgendwo was getan? Oh, Feld 20. Feld 20 war Hirse, ne? Genau. Das ist natürlich nochmal ganz anderer 1.046.000. Das wäre natürlich nochmal so eine Option, weil es gibt ja eigentlich, haben wir ein Problem. War, wenn ich mir das so recht angeguckt habe, bei der Futter, beim Futterwerk, sieht so aus, bei einem Schweinefutter bräuchte ich Sonnenblumen, Raps oder Soja. Tja, das sind eigentlich die drei Dinge, wo wir theoretisch auch Öl draus machen können. Schon nicht viel haben von Raps und Sonnenblumen. Weil wir brauchen sie auch zum Diesel herstellen. Blieben bloß Sojabohnen übrig als Proteine. Oder eben Hirse. Denke mal, das Feld 20 wäre nicht die schlechteste Variante für uns. Weiß nicht, wie sieht es wettertechnisch aus. Hat auch noch keiner sauber gemacht. Kriegen die Tiere Wasser? Erschließt sich mir noch nicht. Doch da oben bei den Pferden muss Wasser reingekommen sein.
Wir wollten nach dem Wetter gucken. Eigentlich könnten wir, wenn es vielleicht sogar heute noch was dreschen. Da müssen wir beobachten, dann brauchen wir Geld. So, das Teil können wir hier mal wieder wegstellen. Den müssen wir nicht gleich wieder sauber machen, noch einmal benutzen. Aufgefüllt ist er ja. Joi. Einfach nur ein bisschen langsamer fahren und schon geht das, ne? Denn hier ist alles noch nicht erntereif, ne? Den haben wir ja schon mal vorsorglich an 43 gefahren, wenn wir das kaufen wollten. 13 und 37 ist natürlich Pappeln, das brauchen wir nicht, ne? Wir müssen Geld auftreiben. Die können alle noch nicht arbeiten. Der Einzige, der noch arbeiten kann, ist der hier. Den müssten wir auch mal sauber machen. Ach so, er hier, genau. Er könnte ja jetzt mal zu Feld 41. Gedüngt ist es. Das muss jetzt gepflügt werden. Dann können wir es nochmal düngen und dann können wir es kalken. Ein Kurs fürs Pflügen wird es nicht geben für der 41. Den schicken wir einfach mal dorthin und hoffen, dass wir ihn wiederfinden. Ich glaube, manche werden es gesehen haben, wo ich ihn losgeschickt habe, ja. Dass er zurückgefahren ist zum Flüssigdünger beladen, oder? Denn es ist doch nichts mehr drin, ne? Ja, ist ja klar. Dann müssen wir ganz einfach hier manuell zum Düngerhandel schicken. Düngerhandel und gucken, dass wir den auch wieder erwischen. Strom müssen wir noch sammeln. So, er fährt jetzt sich zum Silo beladen. Und wird dann das nächste Mal zur Raffinerie fahren. Warum fährt er jetzt hier vorne rüber? Er will dort rüber fahren. Achso, damit er ans Silo kommt, Außenlager 4, okay. Den Bahnübergang habe ich gesperrt. Ja, den will er dann nicht benutzen. Weil er sonst dort aber eigentlich auch zur Raffinerie kommt. Dann der fährt er oben lang, dann wird schon irgendwie funktionieren. So, dann machen wir eins hier. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Wir müssen auch noch hier unser Stroh einsammeln. Denn das Feld muss ja ebenfalls noch gedüngt werden und gekalkt werden. Dann müssen wir auch einen Plan machen, was wir wo ansehen wollen. Da langsam wird es knapp, ne? Weiß nicht, wann wir fertig sein müssen. Und liegen noch viele Ballen mit ansehen. Aber ich denke mal so Richtung 4. oder 5. Herbsttag sollten wir schon fertig sein. Weil sonst werden wir wohl nichts mehr reißen, dass es entsprechend wächst. Ich meine, gut, ja, Weizen, klar, können wir ansehen, Gerste können wir ansehen und Raps können wir ansehen. Was anderes geht ja sowieso nicht. Aber wenn man natürlich unten Feld 44, 39, wenn wir da noch Raps drauf kriegen würden, das wäre schon nicht verkehrt. Da hätten wir da schon richtig was an Fläche geschafft. Meine gut, wir fahren momentan eingedreht.
Wir fahren momentan auch bloß mit einer Seemaschine. Da wäre ja auch noch Potenzial. Gibt ja noch eine zweite Amazone. Ronto hätten wir auch noch. Ich denke mal, da werden wir zusehen, dass wir dann im Frühling wieder mit mehreren fahren müssen. So, unser LKW ist da. Der Hirse, das wäre eigentlich, das müssen wir machen mit der Hirse, weil das ist wirklich, weiß nicht, ob wir die Hirse noch woanders brauchen, aber wenn wir die dort als Proteine nehmen könnten in der Futterherstellung, da ist schon mal viel, vor allen Dingen hätten wir welche diese Saison, denn wenn wir auf nächste Saison noch warten wollen, dann reicht unser Schweinefutter nicht bis dahin. Uiuiui. Ehrliche Sache, wenn wir aber so schnell durch den Schlamm fahren. Ich glaube, das war ungünstig. Müssen wir schon noch warten, bis wir dort sind. Nicht während der Fahrt hier noch abladen drücken. So, einmal abladen. Und nochmal abladen. Und dann können wir ihn hier einfach losschicken. Feld 23, dann sollte er hier durch den Trigger fahren. So, das geht. Hier müssen wir ausladen. Und dann könnte er theoretisch. Wir brauchen definitiv kein. Hier unten wird angesät, sieht gut aus. Er hat einen Weg gefunden. 44 wird gedüngt, denke ich mal. Sehen wir natürlich nicht, weil es Kalk benötigt. Ja, das passt, das sieht gut aus. Eigentlich wollte ich jetzt gucken. War Pflanzenschutzmittel. Brauchen wir eigentlich diese Saison, wenn, dann wird es 2,9. Das müssen wir auch verkaufen. Logistiksender. Aber sieht doch schon mal gut aus. Man kommt doch hier schon der Million sehr nahe. So, da wird man hier wieder nicht Düngerhandel einstellen, sondern hier wird man jetzt Produktion nehmen, Pflanzenschutz beladen. Denn die war ja auch voll. Er hatte sich letzte vor der Nacht beladen, doch die ist voll gewesen. So, Logistiksender als Verkaufspunkt. Da gehen ja 200.000 rein, glaube ich. Da kann man auch dreimal fahren lassen. Logistiksender und Pflanzenschutzmittel. Und dreimal fahren bitte. So, 127.000, 1.019.000. Ich glaube, wir brauchen 1.048.000, oder? Also sollte er das dann hinkriegen hier. So, er kommt hier zurück. Den machen wir, nehmen wir gleich nochmal raus hier. Sonst wären wir hier nie fertig.
Ja, wie viel Ladung werden wir noch fahren müssen? Wir werden bestimmt noch zweimal fahren, wenn wir die ja weg haben, oder? Würde ich so einschätzen. Ja, wir haben jetzt die dritte Reihe angefangen. Wir könnten hier auch dann noch ein paar Paletten fahren, aber nicht mit Doppelgespann. Ich glaube, das tue ich mir nicht an in den Produktionen. Wir würden natürlich reichlich wegkriegen, klar. Was wir auch machen müssen, wir müssen uns sicherlich wieder bald um Leerpaletten kümmern. Ne? Das haben wir jetzt die letzten Tage, also Ingame-Tage, überhaupt nicht gemacht. Sicherlich stehen die Spawnplätze voll, klar. Aber so mal abräumen, die Produktion. Ja. Ich denke mal, Ernte ist jetzt so ein bisschen wichtiger. Und da müssen wir auch mal gucken, ob wir uns da eventuell irgendwie anders organisieren dann mit den Produktionen. Ich meine, noch haben wir nicht alle im Betrieb. Ich meine, das Ziel ist es schon, alle Felder zu besitzen, alle Produktionen am Laufen zu halten. Ne? Wird schwierig werden. Aber alle Felder zu besitzen, sind wir doch eigentlich auf einem guten Weg. Ne? So. Und nochmal schön eindrehen. Bei Doppelgespann werden wir einen brauchen vorne mit 4 Achsen. Meine oben auf der 36 hat man, da war Tabak drauf. Meine, ich überlege jetzt so ein bisschen, welche noch Fruchtfolge, aber eigentlich könnte man die vier Felder ja alles Sonnenblumen machen. Wir müssen sowieso gucken, was wir so zwingend an Rohstoffen brauchen. Meine, klar, wir brauchen mehr Gerste wie Weizen. Das eine Feld Weizen, was wir jetzt machen. Ich denke mal, das reicht. Ja, eher müssen wir mehr Kerste machen, weil wir mehr Bier brauchen davon. Na ja, gut, wir müssen auch aus irgendwas auch Malz machen, das ist auch richtig. Geht überhaupt die Hirse auch zum Malz machen? Da muss ich generell mal gucken. So, er kann hier wieder zurück zum Feld. Halt. Hinten war das Autolot nicht aus. So, bitte einmal abladen. Und jetzt zum Feld fahren. Passt. So, er kommt jetzt hier zurück. Ja, gerade außer die Schienen, dort gibt es nicht mehr.
Mal sehen, ob das so gut geht oder ob mal einer irgendwo stecken bleibt. Er fährt hier immer noch Tabak unermüdlich, aber eigentlich müsste doch hier auch schon reichlich was. Naja, wir können dann hier bald losfahren, hier Paletten verkaufen. Das sieht doch gut aus, da ist auch richtig was da. Wird auch nichts mehr produziert aktuell, ne? Wie sieht's denn hier aus? Kommt hier nochmal neue Tiere? Ah doch, hier kommen immer nochmal neue Tiere. So, wie viel Rotkohl ist denn jetzt überhaupt schon hier angekommen? Gar keiner. Ach, gar keiner, weil Rotkohl steht hier noch nicht drauf. Zuckerrüben, Zuckerrohr werden wir hier nicht brauchen. Da müssen wir mal Rotkohl hinmachen. Weißkohl, Rotkohl. Erledigen. 796.000. Ja, das geht schon. Ah, hier müssen wir auch jede Menge fortfahren. Eigentlich haben wir hier auch noch 500.000 Liter Weizen. Hätten wir dort gleich Gerste machen sollen. Na, ist egal. Eigentlich wollte ich gucken, was unser Wasserfahrer macht. Er fährt irgendwo hinten ins Wasser, ne? Irgendwie lädt er wahrscheinlich nicht aus, oder? Also da kommt noch keins hin. Doch, da ist was reingekommen. Dort ist definitiv auch Wasser reingekommen. Hier ist noch nichts da. Also doch, aber schon was abgeladen wahrscheinlich. Beim Pferden ist auch was reingekommen. Also na, das funktioniert. Also ja, das ist, weil er wahrscheinlich immer eine Station überspringt. Ne? So, da werden wir den hier unten mitnehmen. Werden wir noch eine Ladung Mischrationen fahren. Eigentlich müssten wir hier unten den Stall auch mit anbinden. Das müssen wir auch zwingend machen. Oder ich müsste es mir den Spielstand kopieren. Denn es wird eine Weile dauern, das Autodrive anbinden. Dann halt auf einen anderen Spielstand machen und dann nur die Autodrive-Datei reinkopieren, aber gut. Dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen. So, wie es aussieht, Geld rennt nach oben. Ich denke mal, jetzt wird die erste Ladung Pflanzenschutzmittel verkauft. So, aber bevor wir hier Schweinefutter auskippen, müssen wir erst aufräumen. Rennt aber kräftig nach oben. 206.000 kam die Ladung. Das kriegt man jetzt mindestens noch zweimal. So, 79 Liter, das ist glaube ich immer das, was da liegt, so an Dreck. Können wir eigentlich auch mit Besen drüber retten. Na gut, ein Besen ist ja dann in Futter, ne? Ich weiß nicht, ob das hier bei einem Schafstall auch gehen würde. Aber wenn wir hier einmal sauber machen. Das ist hier schon eine andere Menge, 206.000, was hier da liegt.
Gleich mal rein. Komme ich jetzt aus dem Gerät nicht raus, wollte schon sagen, was denn jetzt? So, dann hier noch einmal Schweinefutter auskippen. Müssten die eigentlich bestens versorgt sein? Dann müssten wir bloß noch einen großen Kuhstall Mischration fahren. Was wir auf alle Fälle noch machen werden, nicht, dass die KI sich das anders überlegt und das Feld aberntet, wir werden noch das Feld 20 kaufen. Das machen wir. Da hinten kommt einer und holt sich die nächste Ladung Geld, sozusagen, Pflanzenschutzmittel. Oh, der heizt auch noch ganz schön. Ich glaube, die habe ich noch nicht runtergedreht, oder? So, der Terratos muss schon wieder entladen werden. Kommt da wieder keiner? Ja doch, ist doch ein Abfahrer da, das passt schon. Eigentlich passt das mit zwei. Hier funktioniert es jetzt auch mit Flügen. Was macht der hier? Ach so, den haben wir natürlich wieder ganz vergessen. Darum werden wir uns dann, denke ich mal, morgen kümmern müssen als erstes. Hier kaufen wir uns halt. Bevor wir das Geld ausgeben, gucke ich natürlich noch auf Wachstum. Doch, es ist noch erntereif, okay. Was natürlich auch interessant wäre, ach so. wo ist denn das? Wir haben ja das Gerät zum Messen noch gar nicht gekauft. Genau. Ja, 24% Feuchtigkeit ist noch drin. 0% gewachsen. Ach so, weil es uns nicht gehört, ne? Jetzt schon. Immer 0% gewachsen. Ist aber deutlich. Naja, gut. So. So, hier werden wir jetzt Mischrationen noch fahren. Ne, die fahren wir heute nicht mehr, die Mischrationen. Wir machen immer viel zu lange. So, Mischration, Schweinefutter, Mischration. So, an der Stelle werden wir dann sozusagen am Montag weitermachen. Denn ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin und tschüss.